Zuletzt hatten wir uns im Abschnitt zu den Retrieval-Modellen einen Überblick verschafft und uns dann mit den empirischen Modellen Boolsches Retrieval und Vector Space Modell beschäftigt. Beim Boolschen war ja so ein Kennzeichen, dass die Dokumente und Anfragen im Prinzip als Term kommt vor oder nicht vor repräsentiert wurden, also wenig Informationen, die man tatsächlich in den Index packt. Und ein wichtiges Kriterium, was heutzutage in vielen Zusammenhängen dagegen spricht, dass man das Boolsche Retrieval benutzt, war, dass man kein richtiges Ranking bekommt, sondern einfach nur eine binäre Entscheidung, ist etwas relevant oder nicht relevant. Im Vector-Space-Modell, als dem anderen empirischen Modell, mit dem wir uns beschäftigt hatten, ist es dann ein bisschen anders gewesen. Da konnte man tatsächlich ranken und die Dokumente und Anfragen wurden eben auch nicht mehr nur binär als 0 oder 1, ein Term kommt vor, kommt nicht vor, repräsentiert. Heute wollen wir uns mit einer anderen Art von Retrieval-Modellen beschäftigen, den sogenannten probabilistischen Modellen, die aus einer wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegung entstanden sind und fangen deswegen mit einem Modell an, was dann am Ende in der Repräsentation doch wieder daran erinnert, wie das Boolsche Retrieval funktioniert hat, nämlich das Binary Independence Model, wo im Prinzip Dokumente und Anfragen wie beim Boolschen Retrieval Modell als 0 oder 1 kommt vor, kommt nicht vor repräsentiert werden. Aber dieses Mal wird das Ganze dann eben in einer Relevanzfunktion benutzt, die tatsächlich ranken kann. Und als zweites probabilistisches Modell werden wir uns dann in dem Abschnitt hier auch noch BM25 als eines der bekanntesten grundlegenden Retrieval-Modelle anschauen und auch verstehen, wie BM25 tatsächlich funktioniert und wie sich aus dem Binary Independence Modell ableitet. Und im Prinzip bedeutet das, dass wir mit dem Binary Independence Model anfangen werden. Davor werden wir uns aber erstmal anschauen, was eigentlich probabilistische Modelle als Grundüberlegung in ihrer Art über Relevanz nachzudenken, was sie also in ihrer Grundüberlegung so manifestieren. Im Prinzip ist es so, dass man bei probabilistischen Modellen davon ausgeht, dass man irgendwie eine Anfrage und ein Dokument hat. Okay, das ist jetzt nicht so überraschend, das hat man immer beim Retrieval, also irgendwie hat man eine Dokumentkollektion und kommt eine Anfrage und möchte jetzt eben sagen, welche Dokumente für die Anfrage relevant sind. Bei probabilistischen Modellen möchte man das aber dadurch einfangen, dass man sagt, okay, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Dokument relevant ist für eine Anfrage, wenn ich dazu eine Datengrundlage soll jetzt möglichst allgemein sein, wenn ich das als Hintergrundwissen habe. Also wie wahrscheinlich ist ein Dokument D für die Anfrage Q relevant? Also wie wahrscheinlich ist der Relevanzwert 1 unter der Voraussetzung, dass ich noch Daten kenne? Und was diese Daten tatsächlich sind, das ist jetzt so ein bisschen davon abhängig, was für ein System man eigentlich hat. Aber die Daten sind auf jeden Fall sowas wie die Anfrage und das Dokument selbst natürlich. Aber es kann eben auch sowas wie Nutzerkontext, Nutzerprofil sein, irgendwelche Logdaten, die man über andere Nutzer hat, also wer für die Anfrage welche Dokumente angeklickt hat, solche Geschichten. Und die Relevanzfunktion bei probabilistischen Modellen wird dann die Dokumente nach dieser Wahrscheinlichkeit ranken. Also die Relevanzfunktion bei probabilistischen Modellen rankt Dokumente nach ihrer Wahrscheinlichkeit, relevant zu sein. Oh, das klingt ja erstmal nicht schlecht. Jetzt ist aber eben die Frage, wie kriegt man denn diese Wahrscheinlichkeit eigentlich raus? Also die ist ja erstmal noch nicht gegeben. Grundsätzlich ist Relevanz in dem Zusammenhang immer eine binäre Eigenschaft. Also entweder ist etwas relevant oder ist es nicht relevant, aber es kann nicht halb relevant sein oder so. Also entweder ist es relevant oder nicht. Jedes einzelne Dokument ist entweder 0 oder 1 im Relevanzsinne, also 0 nicht relevant, 1 relevant. Und es gibt verschiedene probabilistische Modelle und die unterscheiden sich im Prinzip danach, wie man grundsätzlich diese Wahrscheinlichkeit versucht abzuschätzen, also der, nach der gerankt werden soll, die nach der gerankt werden soll und was eigentlich so der Raum ist, aus dem man diese Wahrscheinlichkeiten versucht zu berechnen. Also das sind so die grundlegenden Unterschiede und das, was eben einleuchtend ist als Unterschied, ist natürlich, wenn ich irgendwie eine Wahrscheinlichkeit bestimmen will, dann kann ich das ja versuchen, auf verschiedene Art zu machen und das wird eben verschiedene probabilistische Modelle voneinander unterscheiden. Wir werden uns zwei ein bisschen im Detail angucken, das Binary Independence Model und
das Modell BM25. Beide basieren im Prinzip auf dem sogenannten Probability Ranking Principle, wie im Prinzip alle probabilistischen Modelle. Das ist schon ein bisschen älter, das stammt eigentlich aus den 70ern, aber die Fassung, die jetzt hier aufgeschrieben ist, ist in einem späteren Zusammenhang dann von Stephen Roberts nochmal präzisiert worden. Er war auch schon bei der ursprünglichen Formulierung des Probability Ranking Principles dabei. Und er sagt im Prinzip, wenn man die Dokumente, die man zurückliefert, absteigend nach Wahrscheinlichkeit, dass sie relevant sind, gegeben man hat irgendwelches Wissen, also irgendwelche Daten verfügbar, man sie also absteigend nach Wahrscheinlichkeit rankt, dann ist das das Beste, was man mit den vorhandenen Daten machen kann. Das ist das sogenannte Probability Ranking Principle, dass man eben sagt, naja, wenn ich eine Menge von Daten habe, aus denen ich eben versuchen kann, irgendwie abzuleiten, was Nutzer gerne machen und so weiter, wenn ich also Daten habe, dann ist nach Wahrscheinlichkeit zu ranken das Beste, was ich überhaupt machen kann. Und das ist so eine Grundmotivation von solchen probabilistischen Modellen, dass sie eben sagen, ja, wir versuchen dieses Prinzip hier zu implementieren, weil es mir ja sagt, dass ich dann am Ende sozusagen das bestmögliche Ranking unter den gegebenen Daten hinbekommen habe. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie man dann die Wahrscheinlichkeiten tatsächlich ausrechnet. Grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich nicht weiß, welches Dokument relevant ist und welches nicht relevant ist. Aber man kann versuchen, gewisse Aussagen aus den Daten zu bekommen. Also zum einen gehört natürlich zu den Daten sowas wie die Anfrage selbst und natürlich das Dokument, was ich bewerten möchte, aber eben auch alle Zusatzinformationen in Form von beispielsweise Nutzerprofil des Nutzers, der die Anfrage gerade gestellt hat, oder eben Clicklogs von allen Nutzern, die überhaupt die Suchmaschine mal benutzt haben oder sowas. Und im Prinzip ist es so, dass diese Wahrscheinlichkeit mir also quasi sagt, wenn ich denn Daten zur Verfügung habe, dann sagt mir die Wahrscheinlichkeit, dass ein Dokument für eine Anfrage relevant ist, gegeben die Daten, wie viele Nutzer oder welcher Anteil der Nutzer im Prinzip in einem ähnlichen Zusammenhang die Anfrage Q stellen würde und dann sagt, D ist relevant. Und das ist im Prinzip die Grundidee, aus der sich dieses Probability Ranking Principle ableitet, dass man eben sagt, naja, wenn ich dann also diese Wahrscheinlichkeit habe und nach der absteigend sortiere, dann ist das das Beste, was ich mit meinem unvollständigen Wissen überhaupt machen kann. Also es ist die beste Annäherung sozusagen an die eigentlich wahre Relevanzsituation, wenn ich eben nur unvollständiges Wissen in Form von Data habe. Und dann kann ich damit eben auch die üblichen Effektivitätsmetriken, die wir uns im Abschnitt zur Evaluierung dann noch genauer anschauen werden, diese üblichen Effektivitätsmetriken versuchen zu maximieren. Also sowas wie Precision oder Recall und alle möglichen anderen. Also Precision, wie viele von den Dokumenten, die ich zurückgeliefert habe, sind denn tatsächlich relevant? Oder Recall, wie viele von den relevanten Dokumenten habe ich denn zurückliefern können? Die wichtigste Frage dabei, habe ich aber jetzt auch schon ein, zwei Mal erwähnt, ist dann eben, wie schätze ich denn nun diese Wahrscheinlichkeit ab, nach der absteigend gerankt werden soll? Also wie kann man diese Wahrscheinlichkeit, D ist relevant für Q unter gegebenen Daten, die quasi unvollständiges Wissen abbilden, wie kann ich diese Wahrscheinlichkeit abschätzen? Und dafür gibt es verschiedene Ideen. Und einer davon wird dann das Binary Independence Model sein. Wie gesagt, dieses Probability Ranking Principle stammt schon aus den 70ern, ist ein bisschen eine andere Formulierung jetzt hier, die also das noch ein bisschen versucht, ein bisschen zu glätten, ein bisschen verständlicher noch zu formulieren. Auch von Robertson eben, der das ursprünglich auch in den 70ern mitformuliert hat. Und man muss aber auch gleichzeitig schon sozusagen mitdenken, naja, im Prinzip kann man natürlich sofort Gegenbeispiele zum Probability Ranking Principle finden. Kommt immer nur darauf an, wie unvollständig die Daten eben selbst sind. Beispielsweise könnte man ja sagen, wenn ich nicht weiß, dass ein Nutzer ein konkretes Dokument D schon mal gesehen hat, dann werde ich es wahrscheinlich immer noch als relevant bewerten, weil viele andere Nutzer es wahrscheinlich auch als relevant bewertet würden. Aber der konkrete Nutzer, der es schon gesehen hat, für den ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so relevant. Das ist dann sozusagen eine Art Nutzer orientierte Relevanz, weil der es ja schon gesehen hat und es ist jetzt nichts Neues für ihn. In manchen Szenarien will er es vielleicht nochmal sehen, aber angenommen, er recherchiert zu einem Thema X,
Ich habe das Dokument jetzt ihm vor 5 Minuten schon mal gezeigt, dann will er jetzt wahrscheinlich 5 Minuten später ein neues Dokument sehen. Und eigentlich wäre die Nutzerrelevanz jetzt tatsächlich eine andere, wenn das in den Daten sozusagen noch nicht verfügbar ist, dass der das jetzt schon gerade eben gesehen hat, dann könnte man das nicht abbilden. Dass also dieses konkrete Dokument jetzt hier für ihn weniger relevant ist als für irgendeinen anderen Nutzer, der es noch nicht kennt. Das hängt also so ein bisschen damit zusammen, wie vollständig oder unvollständig eben die Daten sind. Und selbst die vollständigsten Daten, die tatsächlich irgendwie jemand sammeln könnte, die sind wahrscheinlich immer noch in einem gewissen Rahmen unvollständig, sodass man immer solche Gegenbeispiele finden könnte. Also es ist nicht allgemeingültig, das Probability Ranking Principle. Es ist ja quasi eine bedingte Wahrscheinlichkeit, wo ein wichtiger Punkt dieses bekannte Wissen tatsächlich ist, was zur Verfügung steht. Gut, kommen wir zum Binary Independence Model als ein erster und vielleicht auch einfachster Vertreter der probabilistischen Retrieval-Modelle. Wir schauen uns zuerst wieder eben dieses Triple an, also wie sieht eine Dokumentrepräsentation aus für das Binary Independence Model, wie werden Anfragen repräsentiert und was ist die Relevanzfunktion. Die Dokumentrepräsentation sollte uns ein bisschen daran erinnern, wie tatsächlich im Boolean Retrieval Modell repräsentiert wurde. Hier ist es so, dass man ein kleines bisschen abweichend eben sagt, okay, das Vokabular, also die Terminologie, die Terme sind alle Wortstämme, die ich in der Dokumentkollektion habe. Und die Repräsentation ist dann aber wie beim Boolean Retrieval Modell so, dass ich einfach nur Nullen und Einsen habe und sage, okay, eine 1 repräsentiert also, dass der Term i im Dokument vorkommt. Also die Repräsentation des Dokuments hat an der Stelle i sozusagen eine 1, wenn der Term vorkommt, und eine 0, wenn der Term nicht vorkommt. Also so, wie es beim Boolean Retrieval auch war. Anfragen werden genauso repräsentiert wie Dokumente, also eine 1 für Term kommt vor, eine 0 für Term kommt nicht vor. Und die Relevanzfunktion soll jetzt also diese Wahrscheinlichkeit hier abbilden, dass also ein Dokument D für die Anfrage relevant ist, gegeben, dass man D hat und ja, in quasi Wahrscheinlichkeit, die abhängige oder die bedingte Wahrscheinlichkeit hier, dass D relevant ist und die ja, vereinigte Wahrscheinlichkeit dann sozusagen oder dass das und sozusagen das Ereignis A eintritt und Ereignis B eintritt. Ereignis A wäre also, D ist relevant für Q, gegeben D, und das geschnitten mit eben dem Ereignis, dass ich die repräsentierte Anfrage tatsächlich sehe. Diese Wahrscheinlichkeit wollen wir abschätzen und das wird in mehreren Schritten passieren, sodass wir dann tatsächlich am Ende eine berechenbare Formel vor uns liegen haben, die tatsächlich diese Wahrscheinlichkeit dann zumindest abschätzen hilft, rangäquivalent. Also wir werden danach ranken wollen, deswegen ist es nicht ganz so wichtig, tatsächlich diese konkrete Wahrscheinlichkeit auszurechnen, aber die Dokumente sollten eben genauso gerankt werden, wie wenn ich diese Wahrscheinlichkeit ausgerechnet hätte, unter gewissen Voraussetzungen. Dieses Modell, das Binary Independence Model, andere Namen dafür wären Okapi-Modell, City-Modell oder manchmal sagt man noch einfach Probabilistic Model. Okapi ist vielleicht deswegen ein bisschen naheliegend, weil es dann noch Okapi BM25 gibt. Also wird man dann sehen, dass BM25 aus diesem Okapi-Modell entstanden ist. Aber viele sagen auch einfach Binary Independence Model. Und warum, wird dann eben später klar werden. Also Binary einmal im Sinne von Relevanz ist nur binär und auch im Sinne von alles wird quasi nur als Nullen und Einsen repräsentiert, Dokumente, Anfragen. Independence, wenn man dann irgendwo im Laufe der Berechnung der Wahrscheinlichkeit oder der Abschätzung der Wahrscheinlichkeit Unabhängigkeitsannahme treffen und ja, Modell, weil es halt ein Modell ist. Ansonsten versuchen wir jetzt tatsächlich mal diese Wahrscheinlichkeit auszurechnen, ein bisschen mit einer kürzeren Schreibweise. Wir nehmen mal an, wir haben eine Zufallsvariable R, die also einfach nur erstmal abkürzt Relevanz von D für Q, also diesen sperrigen Term hier, der macht dann die Folien immer so voll. Den kürzen wir jetzt einfach mal ab als R wie Relevanz. Und außerdem haben wir D und Q repräsentiert unter den Repräsentationsgegebenheiten des Binary Independence Models, also als einfach boolesche Vektoren, könnte man sagen. Wobei an der Stelle i eben eine 1 steht, wenn der Term vorkommt und eine 0, wenn er nicht vorkommt.
So, wir wollen also diese Wahrscheinlichkeit hier abschätzen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Q haben und dass das Dokument D relevant ist für Q, gegeben diese Repräsentation, die ich hier habe. Das Ganze kann ich rangäquivalent umformen, indem ich sage, okay, ich rechne nicht einfach nur diese Wahrscheinlichkeit aus, sondern ich rechne die Chancen aus, also die Chance P von A durch 1 minus P von A, beziehungsweise P von A durch die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses von A, also als so eine Art Chancenverhältnis. Das Ganze ist jetzt nur noch rangmäßig gleich, also wenn sozusagen ein Dokument D eine größere Wahrscheinlichkeit hier auf der linken Seite hätte als ein Dokument D-Strich, dann ist auch dieses Chancenverhältnis für D größer als das für D-Strich. Also haben wir eine rangerhaltende Gleichheit. Und da es uns am Ende ja sowieso nur ums Ranking geht und nicht um das exakte Ausrechnen dieser Wahrscheinlichkeit, ist es erstmal okay, hier zu diesem Chancenverhältnis überzugehen. Und das werden wir jetzt natürlich nicht einfach nur so gemacht haben, sondern das soll jetzt in der weiteren Abschätzung uns helfen, am Ende irgendwann mal zu einer einfacheren Formel zu kommen, wo wir tatsächlich mal diese Wahrscheinlichkeit dann am Ende rangerhaltend zumindest abgeschätzt haben. Der zweite Schritt ist dann die Anwendung des Bayes-Theorems oder der Bayes-Regel, also dass ich hier sozusagen P von R ist 1 gegeben D ersetze durch P von D gegeben R ist 1, und dann muss ich also auch noch die Wahrscheinlichkeiten für R ist 1 und für D ausrechnen. Diese Wahrscheinlichkeit P von D gegeben Q, die dann entstehen wird, die steht einmal oben, einmal unten, die ist hier schon weggekürzt, und ansonsten habe ich also als Überbleibsel von dem Bayes, von der Anwendung der Bayes-Regel einfach nur oben das stehen und unten das stehen. Jetzt könnte man überlegen, was hat einem das gebracht? Ja, grundsätzlich kann ich jetzt wieder ein bisschen was rausstreichen. Wenn man hier hinten genauer drauf schaut, sehe ich, das hängt gar nicht mehr von dem Dokument D ab. Also ich will ja eigentlich Dokumente ranken. Dann sind jetzt also Teile, die gar nicht mehr für die Dokumente stehen, unwichtig. Die machen zwar eigentlich das Ausrechnen der Wahrscheinlichkeit dann am Ende exakter, aber wir wollen ja eh nur rangerhaltend die Wahrscheinlichkeiten abschätzen. Das heißt, das hier, diesen Term, den kann ich direkt weglassen, also oben und unten, weil kein D mehr drin steht. Und jetzt habe ich also statt R ist 1 gegeben D am Ende sozusagen D gegeben R ist 1. Also ich habe es einfach nur umgedreht, rangerhaltend. Okay. Hat das jetzt was gebracht? Naja, hoffentlich schon. Wir werden noch ein paar Schritte mehr brauchen. Aber wir haben jetzt die Hoffnung, dass wir diese Wahrscheinlichkeit hier und diese Wahrscheinlichkeit hier jeweils leichter weiter abschätzen können als die, die wir ursprünglich hier oben stehen hatten. So, vierter Schritt. Wir haben hier auf der linken Seite das weiterstehen, was hier sozusagen auf der rechten Seite das letzte Zwischenergebnis war. Wir wollen das Ganze jetzt tatsächlich versuchen auszurechnen und sagen, okay, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt D sehe, gegeben, dass es relevant ist? Naja, wir treffen die in dem Fall jetzt erste Unabhängigkeitsabschätzung oder die erste Unabhängigkeitsannahme. Die Terme sind alle unabhängig voneinander. Das heißt, wenn ich die Wahrscheinlichkeit für D sozusagen ausrechnen will, dann kann ich auch einfach die Einzelwahrscheinlichkeiten, dass ein Term in D vorkommt, ausrechnen und davon das große Produkt bilden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass D sozusagen gesehen wird, gegeben, dass ich weiß, es ist relevant, das wird quasi die Wahrscheinlichkeit sein des Produkts der in D enthaltenen Terme, gegeben, dass es relevant ist. Also die erste Unabhängigkeitsannahme, die man trifft, dass man von diesem Quotienten hier zu diesem übergeht, weil ich einfach hier oben das Produkt habe, hier unten das Produkt habe, über alle Terme in meiner Terminologie. Also über alle Terme, da könnte jetzt hier sozusagen dt mal 0 sein, mal 1 sein. Und das bedeutet also, ich nehme hier an, dass die Terme unabhängig voneinander vorkommen. Ansonsten dürfte ich dieses Produkt nicht einsetzen, um diese Wahrscheinlichkeit hier auszurechnen. Als nächstes versuchen wir, zwei Fälle voneinander zu unterscheiden. Also statt über alle Terme in die Terminologie zu gehen, sage ich, ja, ich habe ein großes Produkt, dann kann ich das ja einfach mal in zwei Teile zerlegen. Alle Terme, die in D vorkommen und alle Terme, die nicht in D vorkommen. Und jeweils steht dann im Prinzip dahinter, was hier oben schon stand. Ein kleines bisschen genauer, hier sage ich ja die Terme, ich habe den Produktteil über die Terme, die in D vorkommen. Also ist tatsächlich dt von D von T 1, also die Repräsentation hat an der Stelle eine 1 stehen.
die Dokumentrepräsentation. Und das hier sind hier hinten die Terme, die nicht in D vorkommen. Also steht an der Repräsentationsstelle dann da eine 0. Und ansonsten ist es aber das Gleiche, was hier oben stand. Also dt gegeben r ist gleich 1, geschnitten sozusagen mit q als Ereignis. Und hier unten steht also auch dt ist 0, gegeben r ist 1 und hier vorne steht dt ist 1, gegeben r ist 1 und jeweils geschnitten mit q. Also so diese gemeinsame Wahrscheinlichkeit. Ja, es wird jetzt wieder also ein bisschen komplizierter. Was hat das jetzt genützt? Man sieht es vielleicht noch nicht immer direkt. Schon mal Spoiler-Alarm, wir werden noch ein paar Schritte brauchen, bis wir es tatsächlich dann am Ende so umgeformt haben, dass es benutzbar ist. Als nächstes führen wir erstmal ein bisschen Abkürzung ein, weil es hier offensichtlich langsam zu lang wurde für die Folie. Und sagen, mit p von t kürzen wir also diese Wahrscheinlichkeit ab, wo das Dokument d den Term enthält. Und mit s von t kürzen wir mit p kürzen wir die Wahrscheinlichkeit ab, dass der Term enthalten ist und die Bedingung war, dass es relevant ist. Und mit s kürzen wir ab, dass der Term enthalten ist und die Bedingung ist, dass es 0 ist. Und das Ganze ist jetzt also dann tatsächlich so, dass hier also p von t steht. Hier steht 1 minus p von t, genau das Gegenereignis. Also hier ist es 1, hier ist es 0. Und hier unten steht s von t, also st, und hier das Gegenereignis bzw. die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus st. Das Ganze ist also jetzt ein bisschen abgekürzt worden. Wir haben jetzt p's und s und müssen uns nur noch merken, okay, p's bedeuten, der Term kommt vor und die Bedingung war, dass es relevant ist, und s bedeutet, der Term kommt vor, aber die Bedingung ist, dass es nicht relevant ist. Okay, das übernehmen wir jetzt einfach auf die nächste Folie als Zwischenergebnis. Das war das Letzte, was wir auf der letzten Folie hatten. Jetzt formen wir wieder rangäquivalent um. Und zwar treffen wir die Annahme, dass p, t und st gleich sind für alle Terme, die nicht in der Anfrage vorkommen. Also alle Nicht-Anfrage-Terme sollen genauso wahrscheinlich in relevanten und nicht relevanten Dokumenten vorkommen. Ist erstmal wieder eine Annahme, die am Ende dann als eine der Annahmen dem Binary Independence Modell zugrunde liegt. Und man kann jetzt darüber streiten, ob das eine sinnvolle Annahme ist oder nicht. Am Ende wird es so sein, dass empirisch das Binary Independence Modell so ein bisschen funktioniert und man, wenn man es verbessern will, eben über diese ganzen Annahmen, die wir jetzt hier zwischendurch treffen, die wir am Ende dann nochmal auf eine Folie aufsammeln werden, dass man über diese Annahmen nochmal nachdenken muss, ob die eben besonders realistisch oder unrealistisch waren. Aber wenn ich die Annahme treffe, dass pt gleich st ist, dann habe ich eine ganze Menge Terme, die jetzt plötzlich sozusagen 1 werden und deswegen sich nicht mehr auf das Endergebnis auswirken. Also hier steht idempotent, das heißt, sie sind halt bezüglich in dem Fall hier der Multiplikation, weil hier überall Produkte stehen, nicht mehr Ergebnis verändern. Das heißt, sie sind also 1. Und das ist also rangäquivalent dann umgeformt zu, ich gehe über alle Terme in der Anfrage drüber und schaue, welche davon sind in D, und ich gehe über alle Terme in der Anfrage drüber, die nicht in D sind. Und es sind also jetzt deutlich weniger Terme, die ich jetzt hier in diesem Produkt habe, als noch hier in diesem Produkt, wo tatsächlich das ganze, oder in diesem Produkt von Produkten, wo tatsächlich das ganze Vokabular drin war. Ich habe es jetzt auf die Anfrage eingeschränkt, die ja meistens deutlich kürzer ist, als das ganze Vokabular groß wäre. So, jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen weiter umformen und werden auf der rechten Seite jetzt hier hinten noch was dazu nehmen, nämlich alle noch fehlenden Anfrageterme auf der rechten Seite mit dazu nehmen, und dann müssen wir dadurch teilen, nämlich durch die, die wir sozusagen dazu genommen haben, damit das sozusagen mit 1 multipliziert wurde. Das heißt, wenn ich jetzt hier sozusagen über alle Terme der Anfrage gehen will, muss ich die wieder wegnehmen, sozusagen abziehen durch eine Division, die tatsächlich in der Anfrage vorkommen, weil vorher stand ja hier alle standen sowieso nur Terme, die in der Anfrage vorkommen, aber hier standen alle, die nicht in D vorkommen. Deswegen muss ich jetzt hier noch durch die teilen, die in D vorkommen. Dann habe ich hier sozusagen die Abhängigkeit von D weg. Das Ganze werden wir noch ein bisschen umformen. Jetzt steht hier ein Bruchstrich. Wenn ich den rauskürze und zu einem Produkt machen will, drehen sich hier hinten Zähler und Nenner um. Also dreht sich quasi um, ne? Sieht man, flippt. Jetzt habe ich dafür hier das Produkt stehen. Jetzt steht hier ein Produkt über denselben Bereich wie hier vorne, also die Terme, die in der Anfrage sind, und in D. Dann kann ich das zusammenziehen, also kann ich dann hier die Reihenfolge vertauschen. Erstmal habe ich hier die zwei Produkte, die über denselben Bereich gehen. Jetzt füge ich die beiden zusammen
und habe dann jetzt also hier dieses Produkt zusammengezogen. So, jetzt sieht man hier hinten wieder, hier steht jetzt eigentlich wieder ein Term, der nicht mehr vom Dokument abhängt, also von den eigentlichen Dokumenten, die ich ranken will, sondern hier steht ja nur noch Q als Abhängigkeit drin. Und das heißt, das können wir wieder rangerhaltend weglassen, weil es eben nicht von D abhängt und wir wollen ja nur nach D ranken. Also der Faktor hier, der wäre irgendwie schon gut, wenn ich die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ausrechnen will. Ich will ja aber nur abschätzen und zwar rangerhaltend abschätzen. Also kann ich dieses Produkt hier wieder weglassen. Und ich bin jetzt an der Stelle, wo ich sage, ja, die Wahrscheinlichkeit abschätzen. Das heißt, ich muss ein Produkt über alle Terme in der Anfrage gehen, aber auch nur über die, die auch in dem Dokument vorkommen. Und dann brauche ich eben hier dieses Verhältnis PT mal 1 minus ST durch ST mal 1 minus PT, was so ein bisschen wechselseitig aussieht. Ne? Also hier, das sieht aus wie so ein Chancenverhältnis PT durch 1 minus PT. Und das hier sieht aus wie so ein umgedrehtes Chancenverhältnis. Also Chancenverhältnis ST durch 1 minus ST tatsächlich umgedreht. Das Ganze hier ist also noch im Moment als Produkt formuliert. Das war wieder der Überbleibsel von hier, was wir tatsächlich nach den neuen Umformungen gewonnen hatten. Also das hier steht jetzt wieder hier. Ja, wenn ich das Ganze jetzt tatsächlich ausrechnen will, ist immer so ein Produkt von möglicherweise sehr kleinen Wahrscheinlichkeiten numerisches Problem. Wenn Sie sich erinnern, Produkt von vielen kleinen Werten tendiert dann mal dazu, schnell auf Null sozusagen zu runden. Das heißt, wir werden jetzt wieder rangerhaltend einfach nur umformen und sagen, okay, wir bestimmen lieber den Logarithmus. Der Logarithmus von kleinen Werten ist immer noch besser in der numerischen Stabilität als tatsächlich die kleinen Werte selbst, wenn ich sie miteinander multipliziere. Und der nette Effekt ist, wenn ich einen Logarithmus von einem Produkt bilde, dann habe ich eigentlich die Summe der Logarithmen. Und das lässt sich oft auch leichter ausrechnen als einfach das Produkt von vielen kleinen Zahlen. Das heißt, das hier ist einfach nur ein Schritt, der hilft bei der tatsächlichen Berechnung dann numerische Stabilität zu garantieren. Aber es ist wieder ein rangerhaltender Schritt. Ich bin also von den ursprünglichen Werten wieder weg und habe einen Logarithmus genommen. Wenn ich den jetzt reinziehe, bin ich also bei der Summe über alle Terme, die in der Anfrage und im Dokument vorkommen. Und ich berechne den Logarithmus dieses wechselseitigen Chancenverhältnisses hier. Und im Prinzip habe ich also sowas wie eine Art Chancenverhältnisprodukt, was ich hier ausrechne. Und zwar Prinzip dieses Ding, was ich hier ausrechne innen drin, ist also das Chancenverhältnis, dass Terme in einem Dokument vorkommen, was nicht relevant ist, oder eben in einem Dokument vorkommen, was relevant ist. Und im Prinzip, wenn ich dieses Verhältnis mir insgesamt hier anschaue, dann sagt es mir, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Term T in D vorkommt, wenn D relevant für die Anfrage ist. Das klingt jetzt schon erstmal so, als wäre es gar nicht schlecht. Also so eine Abschätzung, wie wahrscheinlich ist es, dass T in einem Dokument vorkommt, wenn das Dokument relevant für die Anfrage ist. Das klingt erstmal so wie etwas, was uns helfen wird, Dokumente zu ranken. Deswegen wurde das Ganze auch noch benannt. Also dieser logarithmische Teil hier, den ich quasi pro Term dann habe, das ist das sogenannte Robertson-Sperg-Jones-Gewicht oder Robertson-Sperg-Jones-Termgewicht. Also das hier, was in der Summe tatsächlich drinsteht. Und das ist dann so ein ähnliches Gewicht wie beispielsweise später BM25-Gewicht oder sowas, die wir ausrechnen. Die werden also pro Term ausgerechnet. Man könnte sie beispielsweise auch, also diese Gewichte hier, im Vectorspace-Modell benutzen, statt TF-IDF oder so, oder statt TF. Könnte man auch dieses Robertson-Sperg-Jones-Gewicht tatsächlich benutzen. Jetzt haben wir aber natürlich noch im Hinterkopf, dass dieses PT und ST irgendwie davon abhängt, was jetzt relevante und nicht relevante Dokumente sind. Das waren ja eigentlich erstmal nur Abkürzungen und jetzt können wir uns nicht ganz so leicht aus der Affäre ziehen und sagen, okay, dann rechnen wir halt das hier aus, weil wir erstmal noch gar nichts über relevante und nicht relevante Dokumente wissen. Das heißt, wir werden noch ein bisschen wieder weiter damit rechnen müssen und uns fragen, wie kann ich denn jetzt abschätzen, wie PT und ST aussehen? Also PT eben basierend auf den relevanten Dokumenten und ST auf den nicht relevanten Dokumenten, möchten wir jetzt versuchen, die abzuschätzen. Und als allererstes versuchen wir das Ganze noch ein bisschen einfacher zu machen für das Binary Independence Modell, also das Robertson-Sperg-Jones-Gewicht versuchen wir tatsächlich noch ein bisschen zu vereinfachen, indem wir einfach sagen, okay, alle Terme, die in der Anfrage vorkommen,
die sind gleich wahrscheinlich in einem relevanten zufälligen Dokument drin oder nicht drin. Also wenn ich ein zufälliges, relevantes Dokument ziehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Term drin ist, genauso groß, wie dass er nicht drin ist. Und dann kürzt sich also PT und 1 minus PT raus, das ist 0,5, das wird dann auch 0,5, 1 minus 0,5 ist 0,5, kann ich also weglassen. Also wieder eine Annahme, die das Binary Independence Modell trifft. Ein Term aus der Anfrage ist genauso wahrscheinlich in einem relevanten Dokument drin, wie es nicht drin ist. Offensichtlich ist das eine Annahme, ja, die kann man treffen. Man muss später nochmal drüber nachdenken, ob sie eine gute oder nicht so gute ist. Aber sie wird getroffen, um das Binary Independence Modell tatsächlich noch weiter zu verfeinern. Und jetzt habe ich also wieder Rang erhalten, umgeformt und diese PTs rausgekürzt, also PT und 1 minus PT. Und ich habe jetzt nur noch da stehen, Logarithmus von 1 minus ST durch ST, also quasi so eine umgekehrte Chancenverhältnis, Geschichte, die ich hier im Logarithmus drinstehen habe. Das Ganze wollen wir jetzt dann tatsächlich endlich mal abschätzen und sagen, wir werden jetzt Werte tatsächlich ausrechnen können. Und zwar werden wir eine sogenannte Maximum Likelihood Abschätzung machen für ST. Erinnerung nochmal, was war ST? Naja, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Term in einem Dokument vorkommt, gegeben, dass es nicht relevant ist, das Dokument. Und gemeinsame Wahrscheinlichkeit, damit auch die Anfrage zu sehen. Und die Abschätzung, die Maximum Likelihood Abschätzung, ist oft sowas, dass man einfach sagt, okay, was sind die günstigen Fälle für ein Ereignis und was sind die möglichen Fälle? Günstig hier in dem Fall, okay, also d von t ist 1, also zeichnen wir mit dt die Menge der Dokumente, hier oben steht es, die einen Term enthalten, und d ist die ganze Kollektion. Und die sogenannte Maximum Likelihood Abschätzung, die würde jetzt einfach Folgendes sagen. Naja, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich einen Term in einem Dokument sehe, ist einfach die Wahrscheinlichkeit oder die Größe der Menge der Dokumente, die den Term enthalten, durch die Menge aller Dokumente. Und das ist Maximum Likelihood, also erstmal das hier vorne. Und das ist deswegen eine gute Schätzung. Also es geht ja um die nicht relevanten Dokumente hier. Das ist deswegen eine gute Schätzung, weil sowieso eigentlich oft die meisten Dokumente nicht relevant sind. Und deswegen ist diese Schätzung erstmal hier dieser vordere Teil, dt durch d, also Kardinalität von oder Mächtigkeit von dt durch Mächtigkeit von d. Deswegen ist diese Schätzung erstmal meistens ziemlich gut. Ist natürlich auch erstmal wieder eine Schätzung. Und da es dann auch vorkommen kann, dass man tatsächlich mal irgendwie was nicht beobachtet hat, also möchte man jetzt vermeiden, dass hier irgendwie Null rauskommt, ne? Also wenn Term nirgendwo vorkommt, aber der kam in der Anfrage vor, dann möchte ich vermeiden, dass dieses ST Null wird, weil ich ja am Ende im Prinzip eigentlich ein Produkt habe. Ich habe zwar die Summe der Logarithmen, aber eigentlich habe ich ein Produkt, und wenn ich in einem Produkt eine Nullwahrscheinlichkeit drinstehen habe, dann ist der Rest vom Produkt egal. Die eine Null macht das ganze Produkt zu Null. Deswegen macht man hier noch so eine Abschätzung mit dazu, so ein sogenanntes Smoothing. Also ich mache das ein kleines bisschen, also von Null verschieden für Dinge, die tatsächlich nicht vorkommen. Also ich addiere hier oben 0,5, hier unten 1,0. Das ist dann ein sogenanntes Smoothing von diesen Maximum Likelihood Wahrscheinlichkeiten, um zu sagen, falls hier oben mal eine Null steht, möchte ich nicht, dass insgesamt 0 rauskommt, dann möchte ich, dass 0,5 durch Kardinalität von allen Dokumenten plus 1 rauskommt. Das ist immer noch ein sehr kleiner Wert, aber es ist eben nicht 0. Und diese Maximum Likelihood-Schätzung für ST, die setzen wir hier oben in die Gleichung ein. Und das ist natürlich dann wieder nur eine rangäquivalente Umformung, ist ja eine Abschätzung, Maximum Likelihood-Abschätzung. Deswegen kommt dann nicht 1 minus ST durch ST raus, sondern Kardinalität, Mächtigkeit von d minus Mächtigkeit von dt durch Mächtigkeit von dt und jeweils plus 0,5 oben und unten, wenn man das eingesetzt hat. Der nette Effekt hierbei ist, dass man jetzt tatsächlich was ausrechnen kann. Also das ist jetzt hier was ich tatsächlich weiß, und das kann ich auch schon beim Indexprozess wissen, wie groß ist meine Dokumentmenge insgesamt und wie viele Dokumente enthalten t. Das ist einfach die Länge der Postliste im Index für den Term t. Das kann ich direkt schon tatsächlich ausrechnen für jeden Term t und habe deswegen Gewichte, diese hier, die ich dann noch logarithmiere,
die ich tatsächlich in den Index schmeißen könnte. Also das sind jetzt tatsächlich Werte, die ich ausrechnen kann. Jetzt haben wir mittlerweile 12 Umformungsschritte gemacht. Manche davon waren rangerhaltend, um diese Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, dass etwas relevant ist. Und wir sind jetzt zu was gekommen, endlich mal, was man tatsächlich ausrechnen kann. Also diese Mächtigkeit hier kenne ich für meine Kollektion. Ich weiß, wie groß die ist und ich weiß, wie viele Dokumente in meiner Kollektion denn diesen Term enthalten. Wenn man sich das Ganze jetzt hier noch ein bisschen genauer anschaut, dann sollte Sie das auch an etwas erinnern, was wir tatsächlich schon benutzt haben. Sieht so ein bisschen aus wie die inverse Dokumenthäufigkeit, ne? IDF. Also hier oben steht im Prinzip D, ein kleines bisschen was wird abgezogen. Und hier unten steht die Document Frequency des Terms T. Also sieht so ein bisschen aus wie IDF, was hier tatsächlich ausgerechnet wird. Ja, noch ein kleines bisschen Erklärung dazu, was dieses Smoothing tatsächlich ist. Da gehe ich jetzt vielleicht gar nicht so ein bisschen im Detail drauf ein. Grundsätzlich ist also die Idee, Nullen zu vermeiden, weil eigentlich rechnen wir im Hintergrund ein Produkt aus und wenn da eine Null drin steht, dann wird das ganze Produkt Null, beziehungsweise wenn ich die Logarithmen addiere, Logarithmus von Null, der ist eben nicht definiert und das wäre dann also ungünstig. Deswegen macht man da so ein bisschen Smoothing und hat also hier dann bei der Maximum Likelihood Abschätzung 0,5 und 1, was dann dazu führt, dass am Ende hier 0,5 jeweils dasteht, wenn man es tatsächlich einsetzt. Gut, gucken wir es uns mal im Beispiel an, was jetzt dieses Binary Independence Model tatsächlich macht. Also wenn wir nur noch diese Fassung aus der 12. Umformung sozusagen übrig haben, dann interessiert uns, wie groß ist die Dokumentkollektion? Also hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dokumente. Die sehen so aus, dass sie also in dem Fall hier Buchstaben als Platzhalter für Wörter haben. Das Vokabular geht von A bis H, wenn man hier sieht, also A, B, C und D kommen hier vor, E, F kommen hier vor, G kommt hier vor, H kommt hier vor. Also alles kommt vor. Das Vokabular ist also 2, 4, 6, 8 Wörter groß, wobei eben Buchstaben als Platzhalter hier dienen. Und wir können tatsächlich auch schon vorberechnen für jeden dieser Terme, für jedes Token, was wir sehen, wie groß ist die Dokumentmenge, die dieses Token enthält. Also DET, die Mächtigkeit davon. A kommt in 2 vor, hier und hier. B kommt in 6 Dokumenten vor, in allen, also hier sogar zweimal, aber es ist ja binär, interessiert mich nicht. Also ob es zweimal vorkommt oder einmal, ist das Gleiche. Hier kommt es auch zweimal vor, ist aber auf jeden Fall da. Hier ist es da, hier ist es da, hier ist es da, hier ist es da. Kommt also überall vor. C kommt wieder nur in 2 vor, hier und hier. D in 3, E in 3, F in 1, G in 1, in 3 und H in 1. Okay, also wir haben diese DTs, die Mächtigkeiten der Dokumentmengen, die den Term enthalten. Wir haben die Ds, also in dem Fall hier nur 1, die Größe der Dokumentkollektion. Jetzt kann ich also diese STs ausrechnen als eben diese Maximum Likelihood gesmoothte Schätzung. Und da kommt also raus für A 0,4, für B 0,9, C 0,4, D ist dann 0,5 und so weiter bis hin zu H 0,2. Als Anfrage kriegen wir jetzt ach, A, C, H. Und jetzt wollen wir uns einmal im Beispiel hier anschauen, wie diese Binary Independence Model Relevanzfunktion Rho, also die dann eben diese Abschätzung aus der 12. Umformung der Folie von eben, also dieses hier, beziehungsweise dieses hier, wenn wir die STs einfach Maximum Likelihood schätzen, wie das die Dokumente ranken würde. Muss man sich als erstes mal anschauen, was für Teile im Prinzip in der Summe vorkommen können. Ja, es ist also einmal für, weil ja die Anfrage ACH ist, es geht nur noch um die Token, die tatsächlich auch in der Anfrage vorkommen, also nur noch um ACH, würden dann Anteile für A, C und H gegebenenfalls aufaddiert. Für A ist es der Logarithmus von 1 minus 0,4 durch 0,4, also der Logarithmus von 0,5. Falls C vorkommt, ist es das Gleiche, aber eben für C 1 minus 0,4 durch 0,4, der Logarithmus von 1,5. Falls H vorkommt, ist es 1 minus 0,2 durch 0,2, der Logarithmus von 4. Hier nehmen wir einfach den 10er Logarithmus an. Und dann kommt also für 1,5 0,176 raus. Also Logarithmus von 1,5 ist das. Der Logarithmus von 4 ist 0,6 irgendwas. Wenn also alle drei vorkämen, hätte ich als Score der Relevanzfunktion 0,95. Ist nicht schlimm, dass da nicht 1 rauskommt. Wir wollen ja eigentlich nur danach ranken. Und im Prinzip haben wir ja gesagt, Relevanz ist binär.
Aber jetzt haben wir tatsächlich oft rangehaltene Umformungen gemacht. Das heißt, das hier sind jetzt gar nicht die Wahrscheinlichkeiten, die wir ursprünglich mal ausrechnen wollten, sondern rangehaltend Wahrscheinlichkeiten für Relevanz, die uns helfen, abzuschätzen, auf welchen Rang ein Dokument kommen sollte. So, das wollen wir jetzt mal für diese sechs Dokumente hier machen. Für das erste müssen wir also schauen, welche von den Anfragentermen kommen vor, A und C. B und D spielen keine Rolle, weil sie nicht in der Anfrage stehen. Das heißt, es werden die zwei Sachen addiert, der letzte Teil fällt weg und das ist dann eben 0,35 irgendwas. Für D2 kommt kein Term vor, ist also der Relevanzscore bzw. der Relevanzfunktionsscore 0. Das wird also wohl nicht relevant sein. D3 enthält den Term C, sonst nichts, also der A-Teil und der H-Teil sind quasi nicht bedeutsam für die Score-Berechnung. Kommt also 0,17 raus oder gerundet 0,18. D4 ist wieder nicht relevant, weil kein Term der Anfrage vorkommt. D5 enthält A, das ist dann quasi derselbe Wert, derselbe Relevanzfunktionswert wie für ein Dokument, was nur C enthält. Und D6 enthält H als Teil der Anfrage. Und der H-Teil, der trägt eben 0,6 zum finalen Score bei. Wenn man das Ganze jetzt nach diesen Scores hier rankt, kriegt man dieses Ranking hier raus. Also D6 vor D1, dann D3, dann D5. Die beiden quasi gleichrangig. Und D2 und D4 sind sehr wahrscheinlich nicht relevant. Die haben einen Nullscore bekommen. Die also irgendwo am Ende kommen mit dem Ranking vor, aber eben eigentlich haben sie keinen von null verschiedenen Score erreicht. Man könnte auch überlegen, ob man sie tatsächlich rausstreicht. Die grundlegende Frage, die man sich jetzt vielleicht stellen müsste, ist, warum ist denn jetzt D6 das relevanteste Dokument und nicht beispielsweise D1? D1 enthält ja zwei Terme aus der Anfrage, A und C, wohingegen D6 nur ein Term, das H, enthält. Denken Sie mal kurz drüber nach. Warum ist das so? Habe ich einen Rechenfehler gemacht? Können Sie noch mal kurz drauf gucken? Nö, habe ich nicht. Also denken Sie mal drüber nach. Rechenfehler sollten nicht passiert sein. Warum denn D6 das relevanteste Dokument ist? Halten Sie am besten den Screencast kurz mal an und versuchen Sie mal so für sich festzustellen, woran es liegt. Hatten Sie alle angehalten? Was ist denn eine Erklärung, mit der Sie sich das hier erklären konnten? Warum ist das D1, ein Dokument, was zwei Terme enthält, nicht so wichtig wie eins, was nur einen enthält? Das liegt so ein bisschen daran, wie die Terme, die in D1 gematcht werden mit der Anfrage, wie die in der gesamten Kollektion verteilt sind und jeder dieser Terme kommt eben in zwei Dokumenten vor. Also A kommt hier und hier vor und C kommt hier und hier vor. Das heißt, im Binary Independence Model wird einfach der Term H als wichtiger erachtet, weil er tatsächlich nur in einem Dokument vorkommt und dieses eine Dokument wird dann nach Binary Independence Model Abschätzung als das wichtigere Dokument erachtet gegenüber einem, was zwei Matches tatsächlich hat. Klar wird ein Dokument, was A, C und H matcht, noch wichtiger, den höchsten Score erzielen. Aber hier ist es eben so, dass das Binary Independence Model sagt, okay, dieser Term H, der kommt nur in einem Dokument vor. Und nach dem tatsächlich Ranking, was eben 1 minus ST durch ST einfach nur Werte addiert oder die Logarithmen davon, danach muss also dieses Dokument, was den Term enthält, der nur einmal in der Kollektion vorkommt, am wichtigsten sein. Im Prinzip wird also nach IDF gerankt, mehr oder weniger. Also das Dokument wird am höchsten gerankt, wo der seltenste Term auf jeden Fall mit drin vorkommt. Und das schlägt sogar Dokumente, in denen zwei andere der Anfragetherme vorkommen. Also grundsätzlich rankt Binary Independence Model quasi nach der Summe der IDF-Werte und da kann es eben sein, dass ein sehr seltener Term einen höheren IDF-Wert hat als der Rest der Anfrage zusammen. Kann man jetzt gut finden oder nicht? Es ist einfach erstmal so, wie das Binary Independence Model rankt und im Grunde kann man sich schon überlegen, wenn ich nur nach IDF alleine ranke, so richtig gut wird es wahrscheinlich nicht sein. Also ob das jetzt immer das beste Ranking ist, ob tatsächlich immer ein Dokument, was nur einen sehr seltenen Term aus der Anfrage matcht, besser ist als ein Dokument, was vielleicht den ganzen Rest der Anfrage matcht, das ist vielleicht nicht so. Könnte man also schon mal als Kritik am Binary Independence Model so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also grundsätzlich nochmal die Beobachtung, wie eben getroffen. Im Prinzip ist das hier ein IDF-Wert. Also ich ranke nach der Summe der IDF-Werte der Terme in der Anfrage, die auch in dem Dokument vorkommen. Ich
Und das würde man als das Binary Independence Model Gewicht bezeichnen, also so ähnlich wie TF-IDF Gewichtsfunktionalität ist, könnte man das hier als BIM Binary Independence Model Gewichtsfunktionalität bezeichnen oder eben so ähnlich auch wie das Robertson-Sperg-Jones Gewicht. Auf der Folie hier wollen wir uns jetzt auch nochmal im Prinzip die Annahmen anschauen, die getroffen wurden und grundsätzlich eben auch nochmal die Beobachtung so ein bisschen ja, belegen, die wir gemacht haben, dass vielleicht nicht das allerbeste Ranking sein wird, wenn ich einfach nach der Summe der IDF-Werte score. Na, die eine Annahme, die gemacht wurde, ist, dass Dokumente entweder relevant oder nicht relevant sind und zwar unabhängig von anderen Dokumenten. Also unabhängig davon, was ich vielleicht vorher gesehen habe. Also das ist so die grundlegende Annahme, dass eben, die stammt noch aus dem Probability Ranking Principle, dass ich hier im Binary Independence Model, da weiß ich nicht, was ich vorher schon gesehen habe. Das war nicht Teil der Daten, die ich benutzt habe, um abzuschätzen. Das heißt, die Relevanz eines Dokuments ist unabhängig von der Relevanz anderer Dokumente. Beispielsweise eben auch unabhängig von der Relevanz der Dokumente, die ich gerade davor schon gesehen habe. Und das könnte dazu führen, dass ich also ganz oben als nächstes dann was sehe, was ich eigentlich als Doublette eben schon gesehen habe. Okay, das ist also schon mal eine Annahme, die getroffen wird, die man hinterfragen könnte und man leicht sagen könnte, naja, manchmal ist es halt doch nicht so. Eine zweite Annahme, die getroffen wurde, ist, dass wir natürlich alles Boolsch repräsentieren. Also so ähnlich wie beim Boolschen Retrieval Model wird auch hier alles als Nullen und Einsen nur repräsentiert. Terme kommen vor oder kommen nicht vor. Es war also nicht wichtig, ob ein Term einmal oder zweimal in einem Dokument vorkommt. Auch das kann man hinterfragen. Wir hatten jetzt tatsächlich beim Vergleich von Boolschen Retrieval Modell und Vector Space Modell ja schon gesehen, dass beim Vector Space Modell beispielsweise durch TF-IDF-Gewichtung natürlich die Häufigkeit eine Rolle spielen und die da auch nützlich waren. Binary Independence Model könnte man sich im Prinzip auch so ein bisschen so ähnlich vorstellen wie ein Vector Space Modell, wo ich halt nur Nullen und Einsen im Vektor habe. Und damit beraubt man sich in gewisser Weise schon so einen großen Teil der Informationen, die man vielleicht aus dem Dokument ableiten könnte. Aber es war eine Annahme, die hier getroffen wurde. Also auch die kann man hinterfragen. Eine dritte Annahme, die wir getroffen hatten, war Unabhängigkeit von Wörtern. Also als wir das Produkt sozusagen eingesetzt haben, um die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, da war es wichtig, dass die Terme unabhängig voneinander vorkommen. Da kommt gleich nochmal eine Bemerkungsfolie dazu. Das ist gar nicht so eine wichtige Annahme, weil eigentlich kann man sich ein bisschen mathematisch mit dem Herleitungsprozess genauer beschäftigen würde, als wir es jetzt gemacht haben. Eigentlich kann man dann sehen, dass es gar nicht wichtig ist, dass die Wörter unabhängig voneinander vorkommen, sondern dass es nur quasi ähnliche Abhängigkeiten von Wortvorkommen in relevanten wie in nicht relevanten Dokumenten geben muss. Das ist eine Beobachtung, die getroffen wurde in beispielsweise im Buch von Lavrenko, die wir uns jetzt hier nicht so genau anschauen, aber nur als Hinweis, diese Annahme, die Ihnen vielleicht besonders unnatürlich vorgekommen ist, weil in Sprachen, ne, Wörter eben nicht unabhängig voneinander vorkommen, die ist gar nicht so wichtig, deswegen hier ausgegraut. Man kann ohne diese Annahme auskommen, wenn man die Herleitung ein bisschen anders macht, ein bisschen komplexer noch, als wir es jetzt hier hatten, dann könnte man ohne diese Annahme auskommen. Eigentlich braucht man nur eine etwas schwächere Annahme, die eben sagt, naja, das Vorkommen beziehungsweise die Abhängigkeiten, die wechselseitigen Abhängigkeiten, die Terme miteinander haben, die müssen in relevanten und nicht relevanten Dokumenten quasi mehr oder weniger gleich sein. Und das ist schon eine deutlich schwächere Annahme, als zu sagen, Wörter kommen unabhängig voneinander vor. Eine vierte Annahme, die wir im Laufe der Ableitung getroffen hatten, war, dass Terme, die nicht in der Anfrage vorkommen, genauso wahrscheinlich in relevanten und nicht relevanten Dokumenten vorkommen. Die erschien uns erstmal nicht so unnatürlich, aber es ist natürlich auch eine Annahme, die in der Realität wahrscheinlich nicht immer stimmen muss. Also auch hier eine Annahme, die man hinterfragen könnte, wo man sagen könnte, naja, vielleicht kann ich ein Retrieval-Modell finden, wo ich die nicht treffen muss. Also das mit hinterfragen gemeint. Fünfte Annahme, die wir getroffen hatten, Terme in der Anfrage, also die vierte war eine Annahme über Terme, die nicht in der Anfrage vorkommen. Die fünfte ist eine über Terme, die in der Anfrage vorkommen, dass die genauso wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich in einem relevanten Dokument vorkommen. Ja, das war also der Moment, wo wir PT und 1 minus PT auf 0,5 gesetzt haben. Auch das könnte man hinterfragen. Man würde ja wahrscheinlich hoffen, dass Terme aus der Anfrage
dann doch häufiger in relevanten Dokumenten vorkommen. Okay, müsste man also gegebenenfalls die Ableitungen bzw. die Abschätzungen, die wir gemacht haben, ändern und kommt dann zu einem anderen Modell als dem Binary Independence Model. Also das könnte man auch als Kritik gegenüber dem Binary Independence Model ins Feld führen, dass man eben sagt, das hier ist eine sehr, naja, komische Annahme. Und als letzte Annahme hatten wir dann bei dieser Maximum Likelihood-Abschätzung für ST folgende getroffen, dass eben die Menge der irrelevanten Dokumente im Prinzip die ganze Kollektion ist. Das ist eine halbwegs okaye Abschätzung gewesen, da hatte ich schon ein bisschen was dazu gesagt, aber im Prinzip stimmt das natürlich nicht. Es gibt ja immer ein paar relevante Dokumente, hoffentlich, für fast jede Anfrage. Und deswegen ist die Abschätzung hier natürlich falsch. Es wird schon immer so sein, oder für die meisten Anfragen wird es so sein, dass die Menge der irrelevanten Dokumente viel größer ist als die Menge der relevanten Dokumente. Der Einfachheit halber hatten wir dann eben in der Maximum Likelihood-Abschätzung gesagt, okay, es ist die gesamte Kollektion, die ich als Menge der irrelevanten ansetze. Aber auch das ist eine Annahme, die eigentlich falsch ist. Also von den insgesamt 6 Annahmen, die wir getroffen haben, sind 5 eigentlich, naja, hinterfragbar. Also speziell die, die wir hier bei der Ableitung oder bei der Abschätzung dann getroffen haben. Das hier sind ja im Prinzip die ersten 2 Annahmen, die tatsächlich bei der Repräsentation schon im Prinzip zugrunde liegen, beziehungsweise bei dem Probability Ranking Principle, was eben versucht wird zu verfolgen durch das Binary Independence Model. Aber die 3 hier, das sind welche, die man wirklich bei der Abschätzerei trifft und die könnte man tatsächlich dem Modell entgegenhalten und sagen, deswegen finden wir es nicht gut. Die dritte hier, wie gesagt, ist gar nicht so schlimm, weil man sich es genau anguckt und das kann man auch bei Lavrenko nochmal nachlesen, da sagt er, naja, eigentlich ist diese Wortunabhängigkeit gar keine notwendige Annahme, die ich treffe, sondern eher die Annahme, die ich treffe, dass im Durchschnitt Wörter in Dokumenten quasi dieselben wechselseitigen Abhängigkeiten haben in Dokumenten, die relevant sind, wie auch in Dokumenten, die nicht relevant sind. Und das ist im Prinzip eine viel schwächere Annahme, als eigentlich die Wortunabhängigkeit anzunehmen, wie wir es jetzt in unserer Herleitung gemacht haben. Lavrenko schreibt auch noch so anekdotisch im Prinzip, dass fast jeder, der so ein bisschen eher sich zu Gemüte führt und ein bisschen mathematisches Faible hat, natürlich versucht, ohne diese Unabhängigkeitsannahme vorwärts zu kommen. Aber meistens eigentlich dann immer Retrieval-Modelle rauskommen, die wirklich nicht besser sind als Binary Independence oder eben andere probabilistische Modelle. Und das ja, ist also so eine Bemerkung, die vielleicht Sie davon abhalten soll, noch ein bisschen an den Formeln rumzuspielen, um zu versuchen, besser zu werden, sondern eher versuchen, bei den anderen Annahmen so ein bisschen tatsächlich entgegenzuwirken und zu sagen, die wollen wir verbessern und da wollen wir irgendwie bei der Abschätzung besser vorgehen und dadurch andere Retrieval-Modelle, andere Relevanzfunktionen erhalten. Als letztes noch so ein kleines bisschen Ergänzung beim Binary Independence Model. Beim Vector Space Modell hatten wir das uns auch angeschaut. Wie sieht es denn aus mit Relevanzfeedback? Also, wenn ich etwas über die relevante Menge weiß, was kann ich denn da machen? Da müssen wir natürlich ein bisschen zurückgehen zu dem Moment, wo wir PT und 1 minus PT rausgekürzt haben, weil das ja auch sozusagen Teil ist, der über die Relevanz spricht. Und das ist vielleicht auch sozusagen die Abschätzung, die Ihnen am meisten aufgestoßen ist, dass ich also am Ende dieses PT und 1 minus PT auf 0,5 gesetzt habe, um dann zu dieser 1 minus ST durch ST-Abschätzung zu kommen. Wenn wir den Schritt wieder wegnehmen, dann müssen wir natürlich sagen, okay, wie wollen wir denn jetzt PT und 1 minus PT und ST und 1 minus ST abschätzen? Da muss ich etwas über die Relevanz zumindest in Teilen wissen, also welche Dokumente sind relevant oder nicht. Angenommen, wir kennen das Ergebnis, eine Ergebnismenge für die Anfrage Q. Und wir wissen, welche der Dokumente sind relevant. Das ist dann der Plusteil der Ergebnismenge und welche sind nicht relevant aus der Ergebnismenge, die mir das Modell sozusagen im ersten Umlauf geliefert hat. Und jetzt wollen wir so wie beim Vector Space Modell sagen, wir versuchen das Relevanzfeedback einzubauen. Es muss nicht unbedingt komplett sein, also ich muss nicht für jedes Dokument aus der Kollektion wissen, ist es relevant oder nicht. Wenn ich das weiß, dann kann ich perfekt ranken. Beziehungsweise perfekt ranken, weil ich dann einfach komplette Relevanzinformationen schon habe. Dann muss ich nur noch fragen, in welcher Reihenfolge zeige ich die relevanten an. Aber wenn ich beispielsweise von 10 Dokumenten vom Nutzer oder irgendwie anders Feedback bekommen habe, das waren die relevanten, das sind die nicht relevanten. Wie kann ich das einbauen? Naja, in dem Moment
versuche ich also das teilweise Wissen über die Relevanz mit aufzunehmen, indem ich jetzt versuche, ST und PT anders abzuschätzen. Und zwar wieder eine Maximum Likelihood Abschätzung, aber nicht so eine dramatische, wie wir es eben bei ST gemacht haben, wo wir dann tatsächlich auch gesagt haben, naja, die irrelevanten Dokumente, das sind einfach alle, weil das eine Größe ist, die ich kenne. Ich wusste überhaupt nichts über Relevanz vorher. Jetzt nehmen wir ja an, wir wissen also etwas über die Größe der Ergebnismenge. Wir wissen, wie viele aus der Ergebnismenge, zumindest aus der, für die wir Relevanzfeedback haben, wie viele von denen sind nicht relevant, wie viele von denen sind relevant und jeweils von den relevanten und nicht relevanten, wie viele enthalten in den Term T, also durch dieses Subskript T hier angedeutet. Und jetzt wollen wir wieder PT und ST versuchen, Maximum Likelihood abzuschätzen. So wie vor in ST in dem allerletzten Ableitungsschritt auch schon, mit einem Smoothing, ist Ihnen auch schon bekannt, 0,5 hier oben, 0,1 hier unten. Bei ST und bei PT jeweils 0,5 oben, 1 unten. Und PT schätze ich jetzt eben ab durch das Wissen, was ich habe, also durch den Teil der Ergebnismenge, für das ich Relevanz-Feedback habe. Also hier muss man annehmen, er ist vielleicht nicht die gesamte Ergebnismenge, falls Millionen Treffer zurückkommen, sondern vielleicht die ersten 10 oder die ersten 20, für die ich irgendwie Relevanz-Feedback bekommen kann. Und Maximum Likelihood sagt wieder, okay, ich schätze ab die Wahrscheinlichkeit dafür, dass T in einem Relevanten vorkommt. Naja, das ist einfach die Größe der als relevant bewerteten Dokumente, in denen T vorkommt, also die Anzahl dieser Dokumente durch die Anzahl aller relevanten Dokumente. Und genauso die Wahrscheinlichkeit, dass eben T in einem nicht relevanten Dokument vorkommt, also schätze ich ab durch die Anzahl der Dokumente, die nicht relevant sind, in denen T vorkommt, und die Anzahl geteilt durch die Anzahl aller als nicht relevant bewerteten Dokumente in diesem Relevanz-Feedback-Prozess. Also das muss nicht für alle sein, sondern eben für die ersten K-Treffer oder so. Wie gesagt, 0,5 und 1 wieder die Smoothing-Faktoren, beziehungsweise die Smoothing, in dem Fall Summanden oben und unten, die Sie tatsächlich schon kennen, weil ich vermeiden möchte, dass hier mal eine Null rauskommt, falls es nichts nicht Relevantes gibt, was T enthält, oder nichts Relevantes gibt, was T enthält. Hier ist es ja dann auch tatsächlich wichtig, weil hier tatsächlich wieder ein Produkt gebildet wird, so ein kleines Inneres. Und das möchte man vermeiden, dass da mal eine Null steht. So, damit wollen wir jetzt tatsächlich die Anfrage verfeinern und sagen, im Prinzip, wenn ich das Relevanz-Feedback einsetze, kann ich jetzt PT, ST, 1 - ST und 1 - PT tatsächlich ausrechnen. Und wenn ich es einsetze, diese Maximum Likelihood-Abschätzung, dann bekomme ich tatsächlich statt dieser kurzen Formel wieder die etwas längere hier. Und das sind aber alles Werte, die ich aus dem Relevanz-Feedback kenne. Also die Anzahl der Dokumente, die relevant sind und T enthalten, die Anzahl aller nicht relevanten Dokumente, die Anzahl aller nicht relevanten Dokumente, die T enthalten, die Anzahl aller nicht relevanten Dokumente, die nicht T enthalten, die T enthalten, die Anzahl aller relevanten Dokumente und die Anzahl aller relevanten Dokumente, die T enthalten. Und das kann ich also ausrechnen, weil ich ja aus dem Relevanz-Feedback diese ganzen Zahlen kenne. Ich kann die nicht beim Indizierungszeitpunkt ausrechnen, im Gegensatz zu unserer ersten Abschätzung für die BIM-Gewichte, Binary Independence Model Gewichte. Aber ich kann sie ausrechnen, wenn ich tatsächlich die erste Feedback-Runde gemacht habe, also beispielsweise vom Nutzer Feedback bekommen habe. Wie sieht das im Beispiel aus? Also angenommen, wir haben jetzt eine andere Anfrage, aber wir haben quasi eine ähnliche Kollektion mit einer Terminologie von 8 Token, 8 verschiedenen, also A bis H. Und wir haben nicht die gleiche Anfrage, wir haben nicht Ach, sondern hier BGH. Und wir wissen schon für 5 der 6 Dokumente aus der Kollektion, ob sie relevant sind oder nicht. Wir wissen, D1 ist relevant, D2 ist relevant, wir wissen, D3 ist nicht relevant, D4 ist nicht relevant, D5 ist nicht relevant. Und wir wollen jetzt das Dokument D6, was gerade BGH ist, also identisch quasi zur Anfrage, wir wollen jetzt den Score für D6 ausrechnen. Mit der Annahme, dass wir dieses Wissen hier haben. Also wir haben für 5 der 6 Dokumente Relevanzfeedback, wissen, ob die relevant sind oder nicht. Und wir wissen dann eben auch, wie oft ein Term in Dokumenten vorkommt, die relevant sind, und wie oft er in Dokumenten vorkommt, die nicht relevant sind. Für uns wichtig sind jetzt erstmal nur die Terme, die in der Anfrage vorkommen. B, G und H. B kommt in 2 relevanten vor und in 3 nicht relevanten, müssen wir mal schauen. Also hier kommt es einmal vor in D1, sogar zweimal in D1, und es kommt zweimal in D2 vor.
Okay, ist nicht so wichtig, wie oft es vorkommt, aber es kommt in D1 und D2 vor, also das sind diese zwei. Und es kommt auch in D3, D4 und D5 vor, also 3 nicht relevant. Wie sieht es aus mit G? Na, G kommt in keinem bisher relevanten vor, hier jeweils nicht, aber hier in D3 und in D5 kommt es als nicht relevanten Dokumenten vor, also 0 mal in relevanten, 2 mal in nicht relevanten. Und der Term H, der kommt tatsächlich in keinem der relevanten und in keinem der nicht relevanten bis jetzt vor. Und das würde jetzt dazu führen, dass wenn wir nicht gesmoothed hätten, also wenn wir die PTs und STs nicht gesmoothed hätten, dass da tatsächlich jeweils Nullen stehen würden. Aber wir smoothen ja ein kleines bisschen, deswegen steht also hier für H 0,2 für PT und 0,1 für ST da. So, was wird das jetzt für ein Score für D6 ergeben? Naja, wir müssen einfach wieder in die Formel gehen, die wir jetzt also hier benutzen wollen. Diese hier, beziehungsweise diese hier, wenn man diese Abschätzung hier uns anschauen. Wir haben jetzt hier in der Tabelle PTs und STs stehen, damit man es quasi ein bisschen kürzer schreiben kann. Also wir müssen für D6 über alle Anfragetherme gehen, die auch in D6 enthalten sind. Ja, Anfragetherme sind B, G und H. In D6 die Terme sind B, G und H. Also tatsächlich werde ich einen Summanden für jeden dieser Terme haben. Der erste ist der Logarithmus von PT mal 1 minus ST, also 0,8 für B, 0,8 mal 1 minus ST, ST ist 0,9 für B, also 1 minus 0,9 durch ST, 0,9 mal 1 minus PT, 1 minus 0,8. Das ist sozusagen der Anteil, den das B ausmacht in dem finalen Score. Das wird der Logarithmus von 0,44 sein, wenn man das hier ausrechnet. Also das hier ist 0,44. Der Anteil für das G ist der Logarithmus von 0,17, rechnet sich quasi analog aus, aber in dem Fall ist es der Logarithmus von 0,17. Und der H-Teil, das ist also 0,2 mal 1 minus 0,1 durch 0,1 mal 1 minus 0,2. Das sieht schon quasi so invers zu dem hier vorne aus. Und tatsächlich wird man dann auch rauskriegen, das hier ist der Logarithmus von 2,25, das ist gerade 0,3522. Und der Logarithmus von 0,44 ist sozusagen das Inverse davon, minus 0,3522. Die beiden löschen sich also aus, vorne und hinten hier. Und was übrig bleibt als finaler Score von D6, ist tatsächlich der Score, den ich für G ausrechne, minus 0,77. Und ja, das G ist halt eins, was bisher nur in nicht relevanten Dingern vorkam. Deswegen ist der Score hier eher nicht besonders positiv, sondern tatsächlich ein negativer Score. Aber für andere Dokumente könnte er eben noch negativer sein, beispielsweise minus 1,5 oder minus 3 oder so. Und dann würde man D6 eben immer noch vor den Dokumenten ranken, die noch negativere Scores aus irgendeinem Grund bekämen. Hier in dem Fall aber deswegen, also ein negativer Score, kann man sich so ein bisschen zusammenreimen, weil eben tatsächlich der Einfluss von B und H sich sozusagen auslöschen und bis jetzt auch noch nicht viel dafür gesprochen hat, dass irgendwas, was B oder H enthält, tatsächlich relevant sein soll. Tatsächlich B ist eher in den Nicht-Relevanten häufiger drin und G spricht auch deutlich dagegen, dass das D6 relevant ist, weil es einfach häufiger in oder überhaupt nur in Nicht-Relevanten Dokumenten bis jetzt vorkam und gar nicht in Relevanten. Aber grundsätzlich kann man eben beobachten, dass man in das Binary Independence Modell im Prinzip mehr oder weniger genauso einfach Relevanz-Feedback einbauen kann, wie wir es auch schon beim Vector-Space-Modell gesehen haben. Man kann also Wissen über relevante und nicht relevante Dokumente mit einfließen lassen, beziehungsweise Terme in relevanten und nicht relevanten Dokumenten. Wenn man den letzten Schritt, den wir eigentlich gemacht hatten für das Erhalten dieses 1-ST durch ST, BIM-Gewichts, wenn man den wieder rückgängig macht, dann kann man also auch noch Wissen über die relevanten und nicht relevanten Dokumente einfließen lassen. Ansonsten würde man sich jetzt fragen, was macht man denn, wenn man kein Relevanzfeedback bis jetzt hat? Dann könnte man sagen, ich initialisiere erstmal PT auf 0,5 und ST einfach auf das, was wir da gemacht hatten, also so, dass sich PT eben wegkürzt und ST also als Query Maximum Likelihood, wobei ich sage, alles ist irrelevant. Das hatten wir tatsächlich in dem letzten Schritt gemacht. Und man könnte jetzt basierend auf einem gegebenen Ergebnis versuchen, PT besser abzuschätzen.
Da muss man aber eben wissen, solange das Ergebnis nicht besonders groß ist, beziehungsweise ich nicht viel Judgments sozusagen bekommen habe, ist es nicht so zuverlässig, dass das PT dann sozusagen neu auszurechnen oder besser abzuschätzen. Die gute Abschätzformel, die irgendwie sich so dann etabliert hat, ist die folgende, dass ich sage, aus dem alten PT, am Anfang 0,5 und dann versuche ich es besser abzuschätzen, aus dem alten PT mache ich ein neues PT-Strich, basierend auf Relevanz-Feedback, was ich habe. Nämlich sage, ich weiß jetzt was über relevante Dokumente, die den Term enthalten und über alle relevanten Dokumente, die ich bis jetzt abgeschätzt habe. Aber ich nehme noch das alte PT, den alten PT-Wert dazu, gewichtet mit einem Alpha-Faktor, der eben sagt, wie wichtig ist es denn, wie einflussreich ist denn das alte Gewicht? Man könnte jetzt beispielsweise sagen, Alpha ist so groß wie die Menge, für die ich schon Relevanz-Feedback bekommen habe, also die Ergebnismenge, für die mir jemand Relevanz-Feedback gegeben hat. Und dann könnte ich versuchen, diese PT-Strichwerte auszurechnen. Basierend auf einem gegebenenfalls auch nur kleinen Relevanz-Feedback kann ich also das alte PT dann ein kleines bisschen anpassen und damit ein bisschen von der beispielsweise 0,5 eben wegschieben. Und wenn ich schon viel Relevanz-Feedback habe, dann kann ich es also einfach so machen. Also verhältnismäßig viel Relevanz-Feedback haben. Wenn ich verhältnismäßig viel Relevanz-Feedback habe, kann ich einfach so machen, wie wir es auf der letzten Folie dann tatsächlich abgeschätzt haben, wenn ich nur für das letzte Dokument den Score beispielsweise ausrechnen will. Ups, sorry. Man könnte jetzt damit auch im Prinzip so, wie wir es auch beim Vector-Space-Modell gesehen haben, noch zusätzliche Terme zur Anfrage hinzufügen. Basierend auf eben den relevanten Dokumenten, für die man bis jetzt durchs Feedback eben erfahren hat, dass sie relevant sind. Und das heißt, im Prinzip könnte ich auch hier so ein Gewichtungsschema bekommen, wie wir es im Relevanz-Feedback-Fall für das Vector-Space-Modell angepasst hatten. Mit Hilfe dieses Gewichtungsschemas möchte ich also jetzt für Terme bestimmen, wie wahrscheinlich es ist, dass sie besser zwischen relevanten und nicht relevanten Dokumenten unterscheiden helfen. Und für das Binary Independence Model hat sich so ein Gewichtungsschema eingebürgert, was im Prinzip auch wieder vier Schritte bzw. vier Abschätzungsschritte beinhaltet. Also wir wollen als Gewicht oder als besser abgeschätztes Gewicht für einen Term T wissen, wie wahrscheinlich ist er, wie wahrscheinlich ist es, dass er in relevanten Dokumenten vorkommt? Also wie wahrscheinlich ist es, dass er in einem Dokument vorkommt, das relevant ist? Wie wahrscheinlich ist es, dass er in einem Dokument vorkommt, das nicht relevant ist? Also Term kommt vor, aber Dokument ist nicht relevant. Und wir haben vielleicht schon aus dem Schritt vorher ein altes Gewicht für den Term. Also diese Termgewichte wollen wir versuchen, jetzt besser abzuschätzen, um die am höchsten gerankten Terme nach diesem Termgewicht-Update zur Anfrage dazuzunehmen. Also so eine Art Anfrage-Expansion oder Anfrage-Refinement durchzuführen, wie es eben auch durch Anwenden der Rocchio-Idee im Vector-Space-Modell passiert war, dass man eben sagen konnte, ich habe alte Termgewichte, die können durch die relevanten Dokumente vergrößert werden, beziehungsweise durch Vorkommen in nicht relevanten Dokumenten verkleinert werden. Hier würde man erstmal nur davon ausgehen, dass ich mich frage, wie wahrscheinlich ist es, dass ich als Term in einem relevanten Dokument vorkomme und wie wahrscheinlich ist es, dass ich in einem nicht relevanten Dokument vorkomme. Das Ganze wird dann in der allerersten Abschätzung vereinfacht, indem ich einfach das hier weglasse und sage, das interessiert mich doch gar nicht mehr, wie wahrscheinlich ist es, dass ich in einem nicht relevanten Dokument vorkomme. Also man sagt, naja, das ist ungefähr das Gleiche. Also die Wahrscheinlichkeit hier ist meistens eh ziemlich klein. Das ist ungefähr das Gleiche wie das Produkt einfach nur von Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem relevanten vorkomme, mal dem Gewicht auszurechnen. Und als nächste Abschätzung versucht man dann eben das hier wieder Maximum Likelihood auszurechnen. Also zu sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich in einem relevanten vorkomme? Naja, für die ich schon Relevanz-Feedback habe, weiß ich, in wie vielen der als relevant bewerteten Dokumente kommt der Term vor und ich weiß, wie viele wurden als relevant bewertet, also Maximum Likelihood-Abschätzung für diese Wahrscheinlichkeit hier und die ganze dann wieder rangäquivalent umgeformt zu, na, das alte Gewicht war also dieses logarithmische hier, also dieses vor dem
letzten Schritt sozusagen des Binary Independence Model Abschätzens. Und dann kann ich aber auch rangäquivalent dieses Teilen durch die Menge der bereits gefeedbackten und positiv bewerteten Dokumente, kann ich das einfach weglassen. Das wäre also so eine Art Relevanz-Feedback-Schleife für Binary Independence Modell. Und nachdem ich also diese Gewichte jetzt hier abgedatet habe, nach dem Relevanz-Feedback bekommen für die Terme, könnte man jetzt sagen, na, dann nehme ich einfach die Terme zur Anfrage dazu, die die besten Gewichte da nach diesem Schritt haben, also die besten Strichgewichte sozusagen. Also sowas wie die besten 5 oder 10. Also nochmal kurz, welche Annahmen wurden hier getroffen? In der ersten sagt man, okay, als Update will ich benutzen die Unterschiedlichkeit, mit der ich oder die Wahrscheinlichkeit, mit der ich in relevanten vorkomme oder in nicht relevanten. Das ist die erste Idee, wie man überhaupt versuchen wollte, Query Refinement für Binary Independence Modell zu machen. Das zweite dann also, dass man die zweite Wahrscheinlichkeit dann doch einfach weglässt, weil sie üblicherweise viel kleiner ist als die erste. Also mache ich doch nur, wie wahrscheinlich ist es, dass ich in einem relevanten vorkomme. Und als drittes dann die Maximum Likelihood-Abschätzung. Und als viertes multipliziert man dann einfach R plus dran und setzt falsche Richtung, setzt hier dieses Robertson-Sperg-Jones-Gewicht einfach ein. Und das Ganze ist dann aber nur noch rangehalten, weil ich also mit R plus sozusagen multipliziert habe, beziehungsweise das einfach rausgelassen habe. Üblicherweise würde man jetzt sagen, von den Termen, also die ich jetzt umgewichtet habe, nehme ich die Top K, also sowas wie beispielsweise 10, einfach mit zur Anfrage dazu und benutze das jetzt, um im nächsten Schritt wieder die Scores, die Relevanzfunktionen für Dokumente mit Relevanzfeedback besser ausrechnen zu können. Ja, was haben wir jetzt gesehen beim Binary Independence Modell? Es hat gewisse Vor- und Nachteile natürlich. Ein Vorteil ist, dass es auf Wahrscheinlichkeitstheorie basiert, also im Prinzip einem wohldefinierten Teilbereich der Mathematik. Also im Prinzip ist es nichts irgendwie von irgendwem einfach nur so ausgedachtes, nichts so empirisches wie das Boolesche Modell oder so. Wir haben gesehen, dass man Relevanzfeedback einbauen kann und mit Relevanzfeedback arbeitet das Binary Independence Modell auch ziemlich gut. Also wenn ich so ein bisschen Hinweise dem Modell gebe, was ich relevant finde oder nicht relevant finde, da wird es schon gar nicht so schlecht. Und wir haben auch gesehen, im Rahmen des Ableitungsprozesses, wenn ich diese ganzen Annahmen, über die man immer streiten kann, wenn ich die treffe, dann komme ich im Prinzip dazu, dass ich nach inverser Dokumenthäufigkeit ranke. Ist also nochmal so eine Art theoretische Begründung für inverse Dokumenthäufigkeit, dass es also nützlich sein kann. Das Ganze wird aber im Prinzip dann, wenn ich kein Relevanzfeedback benutzen kann, wird das Binary Independence Model also im Prinzip nach IDF, also Inverse Document Frequency, ranken. Und naja, das ist nicht ganz so gut. Das bringt uns nämlich gleich zum ersten Nachteil. Ohne Relevanzfeedback ist man zumindest vom Recall her schon mal 50% schlechter als ein normales TF-IDF-basiertes Vector-Space-Modell. Also man hat weniger von den eigentlich relevanten Dokumenten, die man finden kann mit dem Binary Independence Model als ein TF-IDF. Ohne Relevanzfeedback. Wenn ich Relevanzfeedback habe, wird es eigentlich immer besser. Was man nicht benutzt im Binary Independence Model ist Termhäufigkeiten. Wir hatten ja aber eigentlich beim Vector Space Modell gesehen, dass das gar nicht schlecht ist. Also gerade in Form von TF-IDF-Gewichten beispielsweise. Binary Independence Model benutzt Termhäufigkeiten nicht. Einfach liegt in der Art, wie Dokumente und Anfragen repräsentiert werden, nämlich einfach nur als Nullen und Einsen. Also kommt vor, kommt nicht vor. Und ja, die ganzen rangerhaltenden Annahmen und ja, Vereinfachungen, die wir getroffen haben bei der Herleitung, die sind natürlich alle kritikfähig. Also man kann sie kritisieren. Wir hatten gesehen, dass die eigentliche Independence-Annahme nicht unbedingt notwendig ist. Das hat man nicht im Beweis oder so gesehen, aber ich hatte es Ihnen gesagt, dass man im Prinzip nicht tatsächlich die Wortunabhängigkeit braucht, aber einfach nur die Annahme treffen müsste, dass die Wortabhängigkeiten, die man in relevanten oder nicht relevanten Dokumenten sieht, im Durchschnitt ähnliche sind. Wenn man die trifft, dann ist es nicht ganz so schlimm. Also scheint nicht ganz so eine starke Annahme zu sein wie tatsächlich Wortunabhängigkeit. Aber es waren ja noch Annahmen übrig geblieben, die wir bei der Herleitung getroffen haben, die gegebenenfalls nicht ganz so natürlich erschienen sind und die auch nicht besonders gut auf einen allgemeinen Fall wie so ein Ad-hoc-Retrieval, wo ich einfach in einem Web-Szenario
irgendeine Anfrage bekomme und kein Relevanzfeedback habe, sodass es da tatsächlich nicht so gut funktioniert. Und deswegen war das Binary Independence Model nicht der Weisheit letzter Schluss, im Sinne von, es ist ein allererstes probabilistisches Modell, was versucht wurde, was eben versucht, nach dem Probability Ranking Principle vorzugehen, Dokumente nach absteigender Wahrscheinlichkeit relevant zu sein, gegeben irgendwelche Daten, danach zu ranken. Aber so richtig gut funktioniert es in seiner Grundform ohne Relevanzfeedback dann doch noch nicht. Relevanzfeedback ist da sehr, sehr wichtig. Und deswegen gab es Versuche, noch ohne Relevanzfeedback vielleicht besser ranken zu können. Und das führt uns dann zu BM25. Das machen wir dann aber in einem nächsten anderen Screencast und hören hier an der Stelle beim Binary Independence Modell erstmal auf. Danke.